heute mein kleines Hilfevideo für alle Creative-Bauer. Ich selber freue mich schon selbst auf das Video, denn endlich kann ich mir mal alles angucken, um zu erfahren, wie ich das bekomme, weil mein Gedächtnis lässt manchmal nach und von daher wunderbar. Ja, heute zeige ich euch ein paar Secret-Blöcke, die man für Creative super gebrauchen kann, wenn wir sowieso meistens in diesem Modus bauen. Und welche das sind, zeige ich dir heute. Dann wollen wir mal anschauen, was man sich alles noch so in Creative an Geheimblöcken freischalten kann. Zuallererst müsst ihr immer, wenn ihr euch irgendwas davon, sag ich mal, per Befehl in euer Inventar holen wollt, immer schräger Strich, give, denn halt das Add-Zeichen mit einem S, das steht dann, sag ich mal, jetzt für uns. Das wird auch einem immer vorgegeben im Chat, ne? Das können wir auch gleich noch sehen. Aber das ist immer so die Standardsache, die man immer davor schreiben muss. Als erstes kommen wir dann einmal zu unserem Barriereblock. Da müsst ihr dann einfach natürlich den schräger Strich GIF, ne, QS und dann einfach Barriere eingeben und dann erhaltet ihr den Barriereblock. Der Barriereblock, ganz einfach gesagt, ist ein unsichtbarer Block, wo ihr nichts platzieren könnt, der halt einfach eine Wand ist, ne? Damit könnt ihr Sachen halt, sag ich mal, einzäunen, wo keiner rein soll. Einfach so ein Bereich, der, sag ich mal, nicht zugänglich ist für uns. Noch eine tolle Sache ist der Lichtblock. Eine Sache, die ich eigentlich jetzt definitiv immer zu verwende. Da müssen wir halt auch wieder wie immer das erstmal reinschreiben, um den zu erhalten. Plus noch etwas, natürlich den Lightblock heißt das Ganze. Und dann noch die Stärke müssen wir eingeben. Das heißt Stärke 1 bis 15. Das ist dann einfach die Lichtstärke, wie weit das leuchten soll. Ne? Das wollen wir einmal machen. Das heißt, wir machen unser Chatmenü auf und geben dann hier ganz einfach erstmal GIF ein. Dann seht ihr schon, dann machen wir einmal unser Add und da seht ihr, da seht ihr schon, was man dahinter noch eingeben kann. Ne? A für alle Spieler, E für alle Entitäten, denn P nächster Spieler, R wäre zufälliger Spieler und S würde ich immer nehmen, ganz einfach, das seid ihr selber. Und dann wollen wir natürlich jetzt unseren Lichtblock holen, das heißt einfach, wir schreiben mal Lichtblock. Und wenn ihr das jetzt nicht so euch auswendig lernen wollt, dann merkt euch einfach nur den Anfang und guckt einfach mal in eure Liste. Da wird das schon angegeben, wo das Ganze ist und dann könnt ihr das hier einfach so schön abschreiben. Zack, 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 da sehen wir, was kann man alles mit Licht machen. Da sehen wir es, Lichtsensor, Lichtblock, ja, den Block, den wollen wir haben und holen uns den. So, jetzt aber bitte noch nicht bestätigen, weil dann bekommt ihr einen Lichtblock mit Stärke 0. Das heißt, jetzt geben wir dahinter einfach mal die Menge ein. Ich hätte jetzt gerne einmal einen Lichtblock. Plus dann natürlich noch die Stärke. Wie gesagt, von 1 bis 15 könnt ihr das machen. Wir nehmen jetzt einfach mal 5 und dann können wir uns das holen. Und ihr seht, auf meiner Glühbirne ist eine 5 abgebildet. Das heißt, die Stärke ist 5. Hier habe ich jetzt die Stärke 15, benutze ich eigentlich in der Regel immer, weil es halt einfach die beste Lichtquelle ist. Da müssen wir jetzt natürlich noch einmal das Ganze auf Nacht stellen und können das Ganze jetzt mal ausprobieren. Also nehmen wir mal den Lichtblock, ihr seht, 5 ist nicht ganz so doll. Jetzt könnten wir natürlich hier einmal kurz die 15 nehmen und gucken mal, wie es damit wirkt. Zack, und ist natürlich ein bisschen besser. Wenn ihr das natürlich jetzt weghaben wollt, nehmt einfach einen ganz normalen Block, setzt da irgendwie halt einen anderen Block rauf und dann könnt ihr den Lichtblock damit deaktivieren. Ne? Das ist halt ein unsichtbarer Block und wenn ihr da was anderes hinsetzt, ist er weg. Weiter geht's mit einer Sache, die früher nicht ging in der normalen Edition jetzt hier von unserem Spiel. Da musstest du Beta spielen oder so Testversion. Und zwar gibt es hier diesen Konstruktionsblock. Müsst ihr eigentlich nur Strukturblock eingeben und dann erhaltet ihr den. Der ist dafür da, um Sachen zu kopieren. Mega coole Sache, ging wie gesagt früher nicht normal. Jetzt geht es, werde ich definitiv verwenden. Ich weiß auch einen, der das bestimmt jetzt auch haben möchte. Und das wollen wir uns hier auch noch gleich mal ausprobieren. Und zwar, ihr kennt ja das Burgermobil, ganz neu auf dem Markt. Ne, kann man super bauen. Video und so, wer möchte, kann ich mal verlinken. So, da wollen wir das Ganze einmal kopieren zum Test. Und zwar, da gucken wir mal in den Block rein. So, da haben wir einige Sachen. Speichern ist immer das, wenn ihr was Neues macht. Laden ist, wenn ihr schon was habt. Wir haben noch nichts, von daher gehen wir mal auf Speichern. Der Name können wir machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, hier geben wir mal kurz ein BU für Burgermobil. Und dann müssen wir ihn natürlich noch holen. Denn jetzt, so wie wir ihn haben, haben wir noch nicht das ganze Burgermobil. Hier seht ihr immer, was ihr habt, ne? Was ihr euch, sage ich mal, jetzt abspeichern könnt. Jetzt brauchen wir mal die Koordinaten. Da würde ich mal sagen, machen wir 10. Weil x ist immer gleich die Länge. Könnt ihr euch immer merken. Also x ist Länge, y ist Höhe und z ist Breite. Also, wie war das? Länge, Höhe, Breite. So, x haben wir 10. Sollte passen für unser Burgermobil. Dann machen wir noch die Höhe. Ich nehme da jetzt auch nochmal 10. Zack. Und da sehen wir schon, das ändert sich. Ihr könnt immer hier einmal ringsrum gehen auch. Mal gucken, ob ihr alles habt, was ihr braucht. Und dann wollen wir natürlich noch die Breite machen. Dann nehme ich jetzt einfach mal 9 und habe dadurch mein ganzes Burgermobil. Das könnt ihr komplett mit allen machen. Aber seid gewarnt, ihr könnt das nicht komplett reizen. Und zwar, wenn ich jetzt hier, sag ich mal, in der Länge, nicht so, sondern einfach mal hier 999 mache, geht das nicht. Denn es ist begrenzt auf 64 mal
223, die Höhe, sage ich mal, wie das Spiel. Also Höhe könnt ihr machen, so hoch wie es geht in Minecraft. Aber Länge und Breite ist nur auf 64 reduziert. Also ihr könnt das nicht weitermachen als Länge und Breite auf 64 und Höhe halt so hoch wie das Spiel ist. Ne? Ganz einfach gesagt. Wir wollen uns aber natürlich unser Burgermobil einmal abspeichern. Das heißt, jetzt haben wir oben auf Speichern, wir haben einen Namen gegeben dafür. Und hier unten, das ist eigentlich relativ egal, das würde ich eigentlich meistens eher beachten. Ne? Ihr könnt auch, wenn ihr euch gern den Rahmen, den Kästen hier mal ausmachen, könnt ihr euch das so angucken, ne? Ist auch schick. Ja, dann wollen wir es natürlich jetzt einmal hier abspeichern. Zack, er speichert es dir ab, er zeigt es dir an. Und dann kannst du jetzt irgendwo anders hingehen. Wir gehen jetzt einfach mal, ich gehe mal hier zur Seite ein bisschen weg. Ich hätte jetzt gerne mein Burgermobil in der Luft. Das heißt, ich setze mir einfach mal so ein paar Blöcke hin. Zack, setze mir einen Block hin und klicke da jetzt rein. Jetzt gehen wir natürlich nicht auf Speichern, sondern auf Laden. Und wie hast du das Ganze genannt? Wir hatten es hier auf BU. Du kannst da zig Sachen machen, um dir das zu benennen. Und dann lädt er dir das hier rein. Dann klickst du noch auf Laden und zack, hast du ihn dir hier rüber gescannt. Fertig. So kannst du alles kopieren. Häuser, Bäume, Wälder, Dörfer. Weiß der Kuckuck, du kannst dir jetzt alles kopieren. Tob dich aus. Hab Spaß dabei. Ich werde es definitiv nutzen. Ist eine coole Sache. Jetzt offiziell für unser Spiel. Fertig. Ich wusste es schon, aber jetzt, ha, super, fertig. Weiter geht's denn noch mit den Struktur Void oder halt eine Konstruktionslehre. Das ist eigentlich wie, sag ich mal, unser Barriereblock. Sag ich mal, Barriereblock, ihr wisst, ihr könnt da nicht durchgehen. Beim Konstruktionslehre-Block ist halt auch, er befüllt das Kästchen mit einem Luftblock, aber ihr könnt durchgehen. Ihr könnt aber nichts drin bauen. Ihr könnt kein Wasser platzieren, gar nichts machen, aber ihr könnt durchgehen. Finde ich eine schöne Sache. Wer es braucht, ne, kann es nehmen. Und es ist wieder Barriereblock. Habt ihr das nicht in der Hand, seht ihr es nicht. Und im Überleben seht ihr diesen Block auch nicht. Der ist halt einfach unsichtbar. Ihr seht da auch denn hier nicht, sag ich mal, diese Struktur. Das seht ihr nur in Creative. Jetzt kommen wir mal zu ein paar neuen Sachen. Und zwar gibt es jetzt die Grenze. Nennt sich im Chatmenü Border, also Border Lock, ne, also der Grenzblock. Der ist dafür da, ganz einfach gesagt, den platziert jetzt irgendwo. Ne, sieht so ein bisschen aus, ob der mit Redstone gemacht ist. Und zwar kann einer, der in Überleben ist, nicht darüber gehen. In Creative könnt ihr es, aber in Überleben kann keiner darüber oder darunter gehen. Dadurch könnt ihr euch jetzt Gebiete absperren, ohne jetzt tausende von Barriereblöcke euch hinzusetzen, um ein Gebiet abzugrenzen, dass da keiner reinfliegen kann, sich das angucken kann, weiß der Kuckuck, ne? Halt die Grenze, ganz einfach, halt, der grenzt was ab. Nun kommen wir zu zwei Blöcken, die, sage ich mal, ziemlich gleich sind. Wir haben einmal den Erlauben-Block und der Verweiger-Block. Erlauben-Block, ganz einfach mit hier Yellow oder Alu, ne? Das Englische ist immer super bei mir. Und der Verweigen-Block mit Danny oder Danny, ne? Könnt ihr euch ganz einfach cheaten. Wie gesagt, ihr müsst immer Gift davor schreiben, ne? Das ist ganz wichtig. So, jetzt kommen wir mal zur Funktion. Erlauben-Block, was erlaubt er dir? Du kannst darauf bauen. Das heißt, du machst dir irgendwie ein Feld, kannst darauf bauen in Überleben, aber du kannst diesen Block nicht abbauen. Der ist unzerstörbar wie Bedrock. Der Verweiger-Block ist das genau das Gegenteil. Ihr könnt ihn in Überleben auch nicht abbauen und ihr könnt da auch nichts drauf bauen in Überleben. Der ist halt einfach, der hält eure Fläche frei. Der verweigert halt, ne, wie er heißt, und erlauben, der erlaubt euch halt das Bauen. Darunter könnt ihr aber bauen. Ihr könnt nur nicht auf der Fläche darüber bauen, bei dem Verweigerblock. Hier ist es gesperrt und darunter ist es erlaubt. Also ihr müsst das wirklich so euch dann verteilen, wo ihr meint, da darf keiner mehr bauen. Jetzt gibt es noch einen Verbundblock. Der Verbundblock sieht ein bisschen aus wie unser Strukturblock. Ganz einfach geschiedet hier mit Yipsei oder Yipso, wie man es halt gerne nennen möchte. Und der hat eine Sache. Und zwar kann der Strukturen erzeugen. Ihr könnt euch Wälder, Dörfer, alles mögliche, was ihr in Minecraft kennt, damit euch spawnen. Natürlich müsst ihr euch natürlich die ganzen Sheets und hast nicht gesehen, Befehle raussuchen. Die habe ich jetzt selber auch nicht parat. Muss man halt ein bisschen damit rumspielen und dann kann man sich damit alles erzeugen, was Minecraft zu bieten hat. Wer es braucht, wer, sage ich mal, ein Villager-Dorf haben möchte, dann ist das der Block für einen. Der hat auch eine schöne Textur zum Bauen und so kann man die natürlich auch gerne nehmen, wenn man möchte. Hier Pfeile, natürlich hier, keine Ahnung, was das hier vorne darstellen soll. Und dann auch noch eine schöne Strichelinie drauf, könnte man auch eine Straße mit basteln. Dann kommen wir natürlich noch zur letzten Sache und zwar ist das ein Mob. Und zwar müsst ihr da einfach mal, schräger Strich, Summon NPC, euch das Ganze einfach cheaten. Da braucht ihr jetzt kein GIF mehr, einfach den Summon NPC und dann spawnt ihr einen davon.
Klickt dann einmal rauf und habt dann den NPC parat. Jetzt fragt ihr euch, wie klicke ich da rauf und kriegt das? Weil das viele auch nicht wissen, ihr geht mal auf Einstellungen. Dann sucht ihr euch mal bitte eure Controller-Einstellungen raus und dann scrollen wir mal runter. Muss ich selber nochmal hier kurz suchen. So, da haben wir es. Also, ihr müsst mal ein bisschen ganz nach unten scrollen und da steht Block auswählen. Da belegt ihr dann eine Taste mit. Bei mir ist das jetzt Steuerkreuz links, wo ich mir das belegt habe. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Block angucke, mein Steuerkreuz links drücke, erhalte ich den Block ins Inventar. Egal was. Zack, ich krieg's. Ganz einfach. So. Dann klickt ihr halt einmal rauf und kriegt natürlich euer Spawn-Egg und könnt damit natürlich hier diesen NPC spawnen. Der sieht immer anfangs erstmal so aus. Den könnt ihr natürlich noch ändern. Da klickt ihr mal rein. Ihr könnt hier oben den Namen eingeben. Keine Ahnung, wir nennen ihn einfach mal Kevin. Das ist unser Kevin. So. Und das ist nicht alles. Ihr könnt dann natürlich auch noch einen Dialog machen. Das heißt, was soll er sagen im Überleben? Du kannst natürlich hier Hallo schreiben oder halt deine ganzen Texte, wie du möchtest. Kannst dich austoben. Kannst du super machen. So, dann kannst du natürlich noch die Optik ändern. Er hat einige optische Sachen, die man nehmen kann, wie er aussehen soll, wie du ihn halt hier, sag ich mal, platzieren möchtest. Er hat auch ziemlich abgespacete Sachen. Wenn wir hier so nach hinten gehen, guck mal hier einer in so einen Schutzanzug, ne, in Corona-Zeiten, der Skin, den man haben sollte auf seiner Welt. Andernfalls kann man hier auch noch so einen schönen Computer nehmen. Keine Ahnung, was man das alles verwenden könnte. Star Wars-Filme oder so, ne, so ein paar Roboter, die da langlaufen. Naja, der läuft zwar nicht lang, der bleibt halt stehen. Naja, aber eine schöne Sache zum Überleben-Modus mäßig, zum Creative-Spielen oder sich irgendwas Schönes zu platzieren, sag ich mal, mit irgendwelchen Mobs, die da nur stehen sollen, Wachpersonal oder weiß nicht, dann ist das genau der richtige Mob dafür. Du kannst darüber auch den Namen entfernen. Einfach hier oben das Kästchen freilassen und dann hat er keinen Namen. Dann kannst du ihn ja auch irgendwo hinstellen. Weg bekommst du den ganz einfach, mal einmal raufhauen, weg ist er. Und dann kannst du davon so viele basteln, wie du möchtest. Du kannst ihn in Autos setzen oder hast nicht gesehen, dafür ist er genau richtig. So, dann haben wir schon mal alle Secret-Blöcke fertig. Und jetzt kommt noch eine kleine Sache für mich, weil ich das meistens immer vergesse. Und ich brauche einfach mal so ein Video, wo ich immer danach schauen kann. Und zwar die Farbnummerierung von einigen bunten Blöcken. Und zwar ist hier Beton, dann nochmal trockener Beton und Wolle damit gemeint. Und zwar, manchmal will ich mir irgendwas erschieden mit Fill oder hast nicht gesehen, um mir Flächen auszufüllen. Und da brauche ich die Farbnummern. Vielleicht fällt euch das auch immer so schwer, euch das zu merken. Und darum dachte ich mir, machen wir das hier mal. So, wir fangen an natürlich hier mit Weiß. Da steht keine, das heißt, ihr braucht da nichts reinschreiben, wenn ihr euch irgendeine Farbe cheaten wollt. Das ist dann immer Weiß. Und dann geht es ja einfach so mit den ganzen Farben, mit den Nummern. Ich gehe jetzt hier erstmal ganz normal lang. Wer möchte, kann sich das Video immer anhalten für die Farbnummer, die ihr braucht, um euch hier irgendwas, sag ich mal, zu ersheeten, zu füllen, wie auch immer. So, bis 15 geht das Ganze so ein bisschen wie der Lichtblock. So, ich stelle mich hier nochmal ein bisschen weiter hinten weg. Na, geht es noch ein bisschen dichter ran, erkennt noch die Ziffern. Ja, sollte gehen. Ne, wie gesagt, von weiß ist 0 bis hinten schwarz 15. Ne? Und so haben wir die ganzen Farbnummern hier und dann könnt ihr euch damit was, ja, zusammenbasteln. Ich hoffe, ihr seid mal zufrieden mit diesem Video. Mein Gedächtnis setzt auch manchmal nach. Von daher ist so ein Video immer super, um, sag ich mal, diese ganzen Befehle, um diese Blöcke zu bekommen, irgendwo griffbereit zu haben. Von daher dachte ich mir, das Video muss einfach mal sein. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß mit den Blöcken, tob dich aus und dann hör oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!